Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren und neue Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt diese Rede sozusagen auch zum Anlass nehmen, mich kurz hier vorzustellen. Ich bin ja neu hier, gehe mit großer Neugierde, mit auch einem großen Engagement, wer mich kennt noch aus Wiener Zeiten, wird das wissen, mit großem Engagement wieder in die Politik zurück. Und gleichzeitig gehe ich auch mit einer gewissen Skepsis hier in dieses Gremium. Ich kann Ihnen durchaus berichten, ich bin sehr gut vernetzt mit sehr gut gebildeten, hochpolitisch interessierten Menschen. Und als ich diesen Menschen mitgeteilt habe, dass ich hier in den Bundesrat kommen werde, hatte ich gehofft auf interessante politische Diskussionen über meine neue politische Tätigkeit, musste aber feststellen, dass das Hauptthema der Bundesrat selbst ist und diese Institution hier. Das fand ich dann bemerkenswert. Wir leben ja doch in einer Zeit, in der wir doch in einer gewissen Maßen Demokratie, in einer Demokratiekrise leben, wo Menschen nicht mehr Politik verdrossen sind, sondern von der Politikverdrossenheit verdrossen sind und auch eine große Skepsis gegenüber der Demokratie, die von Parteien getragen wird, wie sie in diesem Haus gepflegt wird, haben. Und nicht mehr so ganz dieses Gefühl haben, hier repräsentiert zu sein. Dass es hier mehr um Parteitaktik, mehr um Parteimacht, mehr darum geht und weniger um die Anliegen von Bürger und Bürgerinnen. Mit diesem Wissen und mit dieser Skepsis, die mir sozusagen mitgegeben wird von draußen, hier in dieses Gremium hinein, das möchte ich schon auch mitnehmen und ich finde, das sollten wir in diesem Gremium auch sehr ernst nehmen, dass bei vielen Reformvorschlägen, bei vielen Gedanken, wie Demokratie im 21. Jahrhundert funktionieren soll, dieses Gremium sehr wohl in Frage gestellt wird. Und es liegt wahrscheinlich auch an uns selber zu überlegen, wie schauen richtige Checks and Balances in einer modernen Demokratie und für eine moderne Gesetzgebung aus? Welche Kontrollinstrumente brauchen wir? Und da kann der Bundesrat ja sehr viel sein. Ein sehr scharfes Instrument oder ein Durchwinken. Gremium. Und es liegt wohl an uns, was wir dann sind. Ich wollte diese Bedenken, die mir doch stark mitgekommen sind, hier doch auch äußern, weil ich das für sehr, sehr wichtig halte, dass wir das hier auch mal diskutieren. Und sehr passend dazu fand ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, als Neuer sozusagen, war ich doch überrascht, das Thema einer Aktuellen Stunde, das ein interessantes Thema ist. Herr Kollege, darf ich Sie bitten, zum Thema zu sprechen? Wir führen hier keine Allerweltsdiskussionen. Ich möchte mich hier kurz vorstellen und ich möchte hier schon sagen, draußen wird diskutiert die Bildungsreform, draußen gibt es ein Volksbegehren, draußen werden diskutiert Euro-Rettungsschirme und wie der Euro überlebt und wir diskutieren die Zukunft des öffentlichen Bediensteten. Das ein interessantes Thema ist, aber ob es das ist, was draußen die Menschen brennt, möchte ich hier in Frage stellen. Vielen Dank. Zum Akt. Ja? Nein, also wenn Sie das als provokant empfinden, dass ich jetzt so beginne, dann tut es mir leid, aber ich finde, man sollte hier auch allgemein politische Statements auch loswerden dürfen. Zum Akt. Wir beschließen ja hier den Telekommunikationsgesetz, allerdings nicht mit grüner Zustimmung, denn eigentlich dürften wir diesen Akt jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht behandeln. Das heißt, ich dürfte gar nicht als Erste sozusagen zu diesem Akt sprechen, weil er bereits Ende Mai hätte umgesetzt werden sollen aufgrund von 5 EU-Richtlinien. Ein Vertragsverletzungsverfahren läuft, das ist also eine durchaus teure Angelegenheit. Und gleichzeitig wurde es dann so schnell gestrickt, dass es eine ausgesprochen kurze Begutachtungsfrist gab, nämlich nur von 4 Wochen. Bei dieser Gesetzesmaterie eine sehr, sehr kurze Frist. Und es gibt auch einiges, was wir kritisieren an diesem Gesetz. Zum einen sind die bandbreiten Vorgaben, Ideen, Konzepte der Europäischen Union und teilweise auch des Regierungsübereinkommens ambitionierter als dieses Gesetz ist. Und gleichzeitig haben wir, wenn es um Mobilfunkanlagen geht, natürlich immer die große Diskrepanz, die ist ja jedem Politiker und Politikerin, gerade auf lokaler und auf Landesebene bewusst, zwischen Anrainerinnen, Anliegen und gleichzeitig das Bedürfnis nach moderner Technologie und schnellen Bandbreiten.
wie sozusagen das gehandhabt wird, wo sollen Mobilfunkanlagen stehen, wie können Anrainerinnen mitreden, das wird aus unserer Sicht hier nicht klar genug geregelt und wir wünschen uns hier ein unabhängiges Gremium, in dem auch Anrainerinnen und Anrainer ihre Bedenken und Anliegen kundtun können. Was wir auch kritisieren, ist, dass es beim Mobilfunkkataster keine Transparenz gibt, nach wie vor nicht. Das wünschen wir uns nach wie vor. Deswegen findet dieses Gesetz auch nicht unsere Zustimmung. Und nach wie vor gibt es hohe Hürden für kleine Anbieter. Das ist vor allem für Menschen am Land ein Problem. Bei kleinen Anbietern, kleinen Provider ist das ein großes Problem. Ich möchte noch auf zwei Aspekte eingehen, die mir aus Konsumentinnenschutzgründen sehr wichtig sind und die aus unserer Sicht, auch wenn es einige Punkte gibt, die im Gesetz jetzt geregelt sind, was wir auch gut finden, uns fehlen. Wir alle sind wahrscheinlich selbst schon mal Opfer geworden von sogenannten Cold Calls. Das heißt, Anrufe, unerwünschte Anrufe, wo dann Marketing betrieben wird und man diesen Anruf gar nicht wollte und das passiert sehr oft. Also ich werde in der Woche sicher 2-3 Mal angerufen. Also ich weiß nicht, im Wiener Landtag ist es üblich, übrigens bei der Erstrede nicht zwischenzurufen, Sie dürfen aber. Gerne. Ja? Nein, ich finde es eine Frage des Respekts. Cold Calls, da sind wir der Meinung, müssten viel schärfere Maßnahmen für Opfer von Cold Calls getroffen werden. Und ein weiteres Dauerärgernis sind die Wartezeiten in Warteschleifen bei kostenpflichtigen Telefonnummern. Hier hat Deutschland gezeigt, wie es geht. Wenn man in der Warteschleife geht, sollten zusätzliche Mehrwertgebühren nicht anfallen dürfen, sondern erst in dem Augenblick, wo man verbunden ist. Das fordern wir weiterhin, auch in einem Kommunikationsgesetz, und deswegen können wir leider nicht zustimmen. Vielen Dank. Als nächste zu Wort